In diesem Screencast zeigen wir Ihnen, wie Sie erste Inhalte in Moodle anlegen können. Um den Kurs zu bearbeiten, müssen Sie zuerst die Bearbeitung einschalten. Um den Titel eines Abschnitts zu ändern, können Sie hier auf das Stiftsymbol klicken. Den neuen Titel geben Sie einfach ein und bestätigen mit Enter. Alternativ können Sie auch hier auf Bearbeiten und dann auf Abschnitt bearbeiten klicken. Zuerst müssen Sie den Haken an dieser Stelle setzen, dann können Sie den Titel ändern. Zusätzlich können Sie eine Beschreibung für den Abschnitt eingeben, die dann auch auf der Kursseite angezeigt wird. Über das Steuerkreuz lassen sich Abschnitte verschieben. Über Themen hinzufügen können Sie einen oder mehrere Abschnitte zu Ihrem Kurs hinzufügen und über Bearbeiten, Abschnitt entfernen werden Abschnitte samt Inhalt gelöscht. Wenn Sie ein ganzes Thema verbergen, sind die Inhalte dieses Themas für die TeilnehmerInnen nicht mehr sichtbar. Wichtige Themen können Sie hervorheben. Mit der Funktion Rolle wechseln können Sie sich den Kurs aus der Perspektive der Studierenden ansehen. In der Standardeinstellung ist der Titel eines verborgenen Abschnitts für die Studierenden noch sichtbar. Wenn Sie zurück zur Ausgangsrolle gehen, können Sie danach über das Zahnrad die Einstellungen des Kurses bearbeiten. Im Bereich Kursformat können Sie die Einstellungen für die verborgenen Abschnitte auf vollständig unsichtbar schalten und die Einstellungen speichern. Wenn wir uns das nun erneut aus der Studierendenrolle ansehen, ist auch der Titel des Abschnitts nicht mehr zu sehen. Um Inhalte zu Ihrem Kurs hinzuzufügen, müssen Sie zuerst wieder die Bearbeitung einschalten. Dateien können in Moodle am einfachsten per Drag and Drop eingefügt werden. Dazu ziehen Sie die Datei einfach an die gewünschte Stelle. Dabei wird direkt der Dateinamen übernommen. Über das Stiftsymbol können Sie den angezeigten Namen auch ändern. Alternativ können Sie auch über Aktivität oder Material anlegen und die Datei eine Datei hinzufügen. Hier müssen Sie explizit einen Namen angeben, der dann auch angezeigt wird. Unter Dateien auswählen fügen Sie dann die Datei hinzu. Das geht auch wieder über Drag and Drop oder über dieses Icon hier und Datei hochladen. Alternativ können Sie eine Datei auch hier im Bereich Meine Dateien hochladen. Diese Datei können Sie dann ebenfalls über die Aktivität Datei im Kurs zur Verfügung stellen. Der Vorteil hierbei ist, dass Sie die Datei zum Beispiel in mehreren Kursen verknüpfen können und sie dann nur an einer Stelle aktualisieren müssen. Die Datei wählen Sie über Meine Dateien aus. In der Standardeinstellung wird eine Kopie der Datei im Kurs angelegt. Mit Alias bzw. Verknüpfung zur Datei anlegen legen Sie die Verknüpfung an. Dass die Verknüpfung eingerichtet ist, sehen Sie an dem kleinen Pfeil hier. Wir schauen uns die Datei einmal an und aktualisieren sie dann über die eigenen Dateien. Zum Aktualisieren laden Sie einfach die aktualisierte Datei unter Meine Dateien hoch. Der Dateiname muss dabei unverändert bleiben, damit das System erkennt, dass es sich um eine Aktualisierung handelt. Dann wählen Sie Überschreiben und danach Änderungen speichern. Wenn jetzt noch die alte Datei angezeigt wird, liegt es daran, dass noch die alte Fassung im Browser-Cache gespeichert ist. Mit Steuerung F5 wird die Datei ohne den Cache neu geladen. Nun sind auch die Änderungen sichtbar. Ansonsten lassen sich Dateien auch über das Verzeichnis hochladen. Dazu müssen Sie zuerst das Verzeichnis hinzufügen und ihm einen Namen geben. Danach können Sie dann dort die Dateien hinzufügen. Üblicherweise wird der Verzeichnisinhalt dann auf einer separaten Seite angezeigt und es ist die Option aktiv, alle Dateien als ZIP-Datei herunterzuladen. Wenn man auf das Verzeichnis klickt, wird der Inhalt angezeigt. Studierende können nun entweder einzelne Dateien oder das gesamte Verzeichnis herunterladen. In der Rolle Teacher können Sie über den Button Bearbeiten weitere Dateien zum Verzeichnis hinzufügen. Falls Sie Ihren Studierenden einen Link auf ein externes Material zur Verfügung stellen möchten, können Sie Link URL verwenden. Der Link braucht einen Namen.
Die URL kopieren Sie am besten aus dem Browser direkt in das Feld. In der Standardeinstellung entscheidet Moodle, wie die Weiterleitung erfolgt. In diesem Fall muss der Link zweimal angeklickt werden, um zum Ziel zu gelangen. Man kann die Darstellung auch auf die gewünschte Variante einstellen. Sinnvolle Varianten sind Öffnen, dann öffnet sich der Link im gleichen Tab, oder Neues Fenster, dann öffnet sich der Link in einem neuen Tab. Inhalte lassen sich auch direkt als Text in Moodle einfügen. Für Informationen, die direkt im Kurs auf der Hauptseite zu sehen sein sollen, lässt sich das Textfeld verwenden. Hier können Sie im Textfeld direkt Texte eingeben. Auch dieser Text lässt sich wie andere Aktivitäten und Materialien verschieben. Die Textseite ist besser geeignet, um längere Inhalte einzufügen. Hier gibt es wieder einen Namen, der im Kurs angezeigt wird. Der Inhalt wird dann erst sichtbar, wenn man auf den Namen klickt und sich die Textseite öffnet. Das obere Feld ist hier, wie in vielen anderen Aktivitäten, ein optionales Beschreibungsfeld. Der Inhalt wird hier bei Seiteninhalt eingetragen. Was man hier eingeben kann, ist komplett identisch mit den Möglichkeiten des eben gesehenen Textfelds. Man kann zum Beispiel Texte schreiben, Aufzählungen einfügen und Texte auf verschiedenen Arten formatieren. Auch Verlinkungen können eingefügt werden. Dazu markiert man am einfachsten den Text, hinter dem man den Link packen möchte, wählt dann Link aus und trägt den Link ein. Über dieses Symbol lässt sich die zweite Zeile des Atto-Editors ausklappen. Hier finden Sie weitere Optionen. Unter anderem können Sie auch eine Tabelle hinzufügen. Dabei wählen Sie die Anzahl der Zeilen und Spalten und die Positionierung der Überschriften. Wenn die Tabelle Gitternetzlinien haben soll, müssen Sie um jede Zelle auswählen und dann die Rahmenart. Auf Wunsch können Sie auch Rahmendicke und Farbe sowie die Hintergrundfarbe der Tabelle einstellen. Die Tabelle verwendet üblicherweise die Breite, die sie braucht. Sie können aber auch einstellen, welchen Prozentsatz der Seitenbreite die Tabelle verwenden soll. In der Tabelle können Sie dann die gewünschten Texte eintragen. Standardmäßig ist immer ein Bereich für die Tabellenüberschrift vorgesehen. Diese müssen Sie nicht ausfüllen. Die eingetragenen Texte lassen sich auch wieder einzeln formatieren. Wenn Sie die Tabelle nachträglich bearbeiten wollen, müssen Sie mit dem Cursor in der Tabelle stehen und können dann auf das Tabellen-Icon gehen und die Tabelle ändern. Bilder lassen sich über dieses Icon einfügen. Hier können Sie beispielsweise eine Datei hochladen. Aus Gründen der Barrierefreiheit sollte ein Alternativtext eingetragen werden, der dann zum Beispiel von einem Screenreader vorgelesen wird. Um die Größe des Bildes zu ändern, müssen Sie nur Höhe oder Breite ändern. Der andere Wert wird automatisch berechnet, wenn proportional ausgewählt ist. Bilder lassen sich auch mit Drag and Drop hinzufügen. Diese Bilder sind jedoch nicht automatisch responsiv. Dadurch können sehr große Bilder auf kleinen Geräten Probleme verursachen. Das Problem lässt sich lösen, wenn Sie einmal das Bild anklicken, dann auf das Bild-Icon gehen und dort nochmal Bild speichern klicken. Besonders schön können Bilder verwendet werden, die mit CC-Lizenzen versehen sind. Solche Bilder finden Sie beispielsweise auf Wikipedia oder direkt über die Wikimedia über den gewünschten Suchbegriff, zum Beispiel Holstentor. Wenn Sie ein Bild anklicken, bekommen Sie schon Informationen zur Lizenz, in diesem Fall CC BY SA. Mit dem Klick auf More Details kommen Sie zu den ausführlichen Details und von dort auf den Media Viewer. Hier können Sie meist zwischen mehreren Bildgrößen auswählen und die Datei herunterladen. Auch sehen Sie hier den Hinweis, dass zur Wahrung der Lizenz unter anderem der Autor des Bildes zu nennen ist. Wenn Sie auf den Hinweis klicken, bekommen Sie entweder eine textbasierte Version der Lizenzangabe oder eine HTML-Version, die Sie sich jeweils kopieren können. Fürs Erste nehmen wir jetzt den reinen Text.
Das Bild ziehe ich jetzt einfach mit Drag and Drop rein und speichere es dann nochmal über das Bild-Icon, damit es responsiv ist. Den Lizenztext füge ich darunter ein. Wenn man den HTML-Lizenzhinweis verwenden möchte, muss man im Texteditor auf die HTML-Ebene wechseln. Hier unten ist das eingefügte Bild und darunter der textbasierte Hinweis. Die HTML-Version kopiere ich fürs Beispiel jetzt einfach darunter. Hier sind dann die Links für Nutzer, Bildquelle und Lizenz direkt anklickbar. Auch Videos können in ein Textfeld oder eine Textseite eingefügt werden. Falls Sie bereits Panopto verwenden, können Sie Videos einfach über dieses Icon einfügen. Hier sind die Ordner in der Panopto-Umgebung auswählbar, auf die Sie als Lernender Zugriff haben. In dem Fall wähle ich eine Datei aus meinem Ordner und klicke auf Einfügen. Damit alle KursteilnehmerInnen das Video aus ihrem eigenen Ordner sehen können, muss die Freigabe in dieser Variante auf Öffentlich nicht aufgeführt, alle mit dem Link stehen. Falls Sie für den speziellen Kurs eine Verbindung zu Panopto erstellt haben, können Sie die Videos im Kursordner ohne spezielle Einstellungen der Sichtbarkeit direkt einfügen. Wenn Sie ein YouTube-Video hinzufügen wollen, genügt es, den Link einzutragen. Der automatische Moodle-Filter sorgt dann direkt dafür, dass das Video in die Seite eingebettet wird.